Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Crime Scene Cleaner. In der letzten Folge haben wir hier den ganzen Bereich sauber gemacht. Und aus dem Dachboden ist, naja, ist halt jemand runtergefallen. Da muss ich dann gleich auch noch hin, aber hier unten in dem Stockwerk gab es auch noch Zeug zum sauber machen. Wo ist denn jetzt wieder der? Ist der Müll? Da. Hier waren noch 4 Gegenstände zum Aufheben und noch 2% zum Säubern. Müsste dann das Stück hier sein. Jo, 100%. Da ist noch ein Schlüssel. Mitnehmen. Okay. Aber hier ist keine Aufgabe. Noch 4 Gegenstände. Wo sollen die sein? Erschlagen. Da ist auch ein Schlüssel. Schlüssel zur Wohnung 23. Ja, es war ein ziemlich schwieriges Neighborhood, von was ich sehe. Aber vielleicht zählt es auch. Oh, wieder dreckig. Die 4 Gegenstände vielleicht vom Dachboden. Why do psychos love classical music so much? So, erstmal wieder den. Wo ist es denn? Da ist es. Mal wieder frisches Wasser. Reiniger. Einige was 7. So, gerade an dem Pfosten hier, an dem Pfeiler. Alles voll. Ekelhaft. Mit so einer Musik arbeitet es sich gleich viel leichter. Natürlich. My stomach's already in knots. Aha, wie man richtige Knoten macht, kann man ja gebrauchen. Rob was a real freak. Na, klasse. Hat er noch Fotos gemacht davor oder was? I should never have eklig. Aber hier zeigt es irgendwie. Gegenstände nicht an. Things change from really, really bad to absolutely horrible. Aber das wurmt mich, dass das andere jetzt so nicht. Like 4 Gegenstände, wo sind die? Jetzt nochmal nach unten und mal schauen. Irgendwas habe ich hier übersehen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich den Topf aufräumen muss. Aha, das hat sich verschoben. Oh. Okay, habe ich vorhin. Oder irgendwann. Eins noch. Das steht, das steht.
Ah, die Box. Aha. Jetzt habe ich alle. Leiche muss ich noch mitnehmen da oben. If I bail, the cops will find out what happened here sooner or later. This might lead them to Tyler. Tyler will surely lead them to me. So, lieber mit dir. Eieiei, die ist aber geflogen. Aber die ist ein bisschen weit, das muss ich dann machen. In den LKW reintun. Für das Auto. So, den nehmen wir mal mit. Die Bilder muss ich auch noch aufhängen. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Ah, ich nehme ne doch schon. Ach, alles gut. Da habe ich noch keinen Punkt. Schade. Kann wahrscheinlich dann noch schneller sauber machen, das Zeug. Oder der Schwamm hält vielleicht länger. So, das ist sauber. Was soll ich jetzt damit machen? Soll ich das... Muss ich das mitnehmen? Ja. Can't pick up anything with a full bag. Passt es so rein? Nee, passt nicht rein. What a rotten luck. To end up having to cover up for a serial killer. Weg damit. Das sind doch Blutbilder. Eklig. Was für ein Freak, ey. So, das haben wir. Da ist noch so ein ekliges Bild. Fucking Psycho. Auch wieder voll. Damn, she was just a student. Ja, das war wohl die, die da gehängt war. Müll entsorgen, Leiche. Scheint hier alles gewesen zu sein. Oh, da ist wieder dreckig. So, jetzt aber. Hier. Okay, das war's. Kann hier auch raus, ja. Da ging's da auch runter. Aber ich bin nicht in hier vorhin. Bin da durch. Ach, da war die Tür wahrscheinlich. Wäre noch zu gewesen oben.
So, wo ist die Leiche? That guy who killed you? Oh, daneben. Sorry. Lassen Sie die Tatwaffen, wenn Sie bereit sind. Ich würde mal behaupten, ich bin hier fertig. Quest. Das sind nur allgemeine Informationen. Three bodies in my car. Is it still me behind the wheel? Ja, will ich. Bin doch fertig. Anscheinend alles erledigt. Drogen eingestickt. Gibt alles Cash. Aha. Also es gäbe wohl noch zwei Kassetten und noch drei Geheimnisse, was auch immer. Gott. Also beim nächsten Auftrag doch ein bisschen genauer schauen. Ah, jetzt habe ich Punkte. Da Wischmopp hält länger, nehme ich. Schwierige Flecken besser reinigen. Jo. Und den Schwamm. Vielleicht das hier. Ja, speichern. Das ist wohl meine Bude hier. Aha. Kind habe ich auch. Aber es ist doch so ein Krankenhausbett. Ja, gleich. Mr. Kowalski, sorry to bother, but I have some good news and some bad news. Bad news first, Rob's Boss. Big Jim found out what we did, and he's the scariest guy I know. But, here's the good news. He's not mad at all. In fact, he is so cool with what happened and is impressed by your skills, he'll probably hire you. So, yeah, good luck. Ganz schön groß hier, die Bude. This is insane. What the hell did you get me into, Tyler? Okay, hier kriege ich anscheinend die Aufträge dann. Aber ich soll jetzt erstmal ins Bett. Dexter, what are you doing up, boy? Der ist aber nicht schön gemacht, der Hund. Sieht aus wie eine Puppe. Wo ist das Bett da? Nee, da ist noch was. Ein Bild. Gut, jetzt beenden. But what if that motherfucker finds out? No worries, pals. He's too dumb to suspect a thing. Loving Familia. Just don't chicken out at the last moment, gentlemen. I mean, yeah. Just shove it down his throat. Got it in the bag, guys. Big Jim? More like a big pussy.
Eieiei. Okay. Da hat aber jemand sehr gewütet. Ist wohl mein neuer Auftrag. Wo ist denn das Handy schon wieder? My name is Jim. Big Jim. The dead guy in your trunk, Rob, used to push the product for me. He had this freaky hobby and I was looking to cut ties anyway, so no sweat. But I have to say I'm impressed by what she did in his apartment. That shit'll never look better. So here's the deal. You either stuck beneath for me or I'll have someone else wiping your blood off my shoes. Sounds fair. Going from underpaid janitor to working for the biggest crime boss in the city? Talk about overnight success. Ja, neue Aufgabe kriegt. Größere Standardsopferzahl 5 Stück. Oh, das gibt ordentlich Cash. Upsi. Es fällt eh nicht auf, ob hier mehr Müll rumliegt. Aha, richtig in der Map. Ach so, da könnte ich ja nochmal hinreisen. Ah, das ist ja cool. Ich glaube dann... Soll ich die Kassetten noch suchen? Ich schau mal, ob ich sie noch finde. Okay, das ging irgendwie doch nicht. Also ich konnte hinreisen. Aber dann hat der Auftrag komplett von Neuem wieder angefangen. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Ich dachte, man kann wenigstens die fehlenden Kassetten hier noch suchen. Na gut, gehen wir mal zur nächsten Mission. It'll be a long night. Big Jim, the man you never want to mess up with, or even know in the first place, to kill his own family like this. His name will haunt me until my grave. Aha. Mr. Clean, are you there? Jetzt habe ich anscheinend so einen Wagen für den ganzen Müll. Hello? Hello, Mr. Kowalski. I'm now taking charge of this place as an inheritance from my cousin, so my schedule is pretty tight. However, you can take your time while dealing with his body and this whole mess. Thanks. I'm getting down to work. That's what I like to hear. Na gut, ihr seht's, wir sind an einem neuen Tatort angelangt. It won't budge. I have to go around. Okay. Ich noch nicht rein. Der ziemlich groß ist. Also ziemlich groß. Wie es hier bei Crime Scene Cleaner, so heißt's, weitergeht, könnt ihr, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dann.